Ihr schaut ein Level TV mit dem Samsung NC10 und dem Spiel Continuity, genau. Das hat sogar einen Preis gewonnen und ich werde euch jetzt das vorstellen, ein bisschen wie man das spielen kann. Und zwar ist das erste Mal hier, dass ich ein paar Spiele auf Netbooks vorstellen werde, aber das soll nicht so bleiben, denn ich möchte euch natürlich dazu bringen, dass ihr das meiste aus eurem Netbook rausholt. Das hier ist jetzt ein Flash-Game, also ihr seht, ich bin auf continuitygame.com. Und dann kann man das hier online spielen. Offline kann man das momentan noch nicht spielen, beziehungsweise es gibt ein paar Anleitungen, aber die muss ich noch ausprobieren. Mehr dazu könnt ihr bald auf enderwelt.com lesen. Auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, das Spiel ist, wenn ich hier runter scrolle, nur so groß. Also 800x600, denke ich, ist die. Beziehungsweise ist es ja ein Quadrat, also 600x600 groß, glaube ich, 500x500 oder so groß. Und das Tolle an dem Spiel ist, ihr braucht nur die Pfeiltasten und Space. Oder ihr könnt auch WASD nehmen und Space. Ich nehme jetzt mal WASD. Und dann könnt ihr sehen, wenn ich nach unten gehe, dann nach links und rechts, dann kann man hier diese Fenster hier hin und her verschieben. Und wenn ich dann entschieden habe, ja, ich möchte jetzt spielen, dann kann ich einfach Space drücken. Und dann kann man hier den Schlüssel holen. Und wenn man den Schlüssel genommen hat, kann man zur Tür laufen. Und dann geht es zum nächsten Level. Volume vielleicht ein bisschen runternehmen. Und ja, es gibt 32 Levels. Und meistens sind sie nicht so schwer, zum Beispiel hier, einfach einmal runtergehen. Space, das ist jetzt natürlich erst das zweite Level. Deswegen nicht wirklich schwer, dann einfach rüberlaufen und weiter geht's. Das Problem mit so Flash-Spielen ist, dass nicht gespeichert wird, wo man gerade ist. Deswegen kann man unter Optionen, wenn man Escape drückt oder einfach mit der Maus auf Optionen geht, auch einfach sagen Skip Level mit S. Und dann geht es schon zum nächsten Level. Also ich skippe jetzt mal ein paar Level. Muss man halt immer Escape drücken und dann S. Wenn man einfach nur S drückt, habt ihr vorhin gesehen, wie ich gesagt habe, WASD wird auch zum Spielen benutzt. Und ihr merkt schon langsam, es werden immer mehr Felder. Und ja, am Ende wird es dann schon wirklich schwer. Okay, nehmen wir vielleicht doch ein etwas leichteres. Das da zum Beispiel. Also laufen wir einfach mal hier oben lang. Das soll jetzt natürlich keine Lösung bieten. Und dann denke ich, kann man hier einfach das Level lösen, indem man, genau, so. Wobei, ich brauche den Schlüssel zuerst noch, deswegen muss ich entweder runterkommen. Und ja, wie das geht, könnt ihr selber rausfinden. Das war ein Level TV mit dem Spiel Continuity. Mehr Spiele, Netbooks, Nettop und kleine Gerätetests gibt es auf enderwelt.com, beziehungsweise wie man das offline spielen wird, könnt ihr auch in dem entsprechenden Artikel dazu nachlesen.